Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Dominik Kahan spielt seit dieser Saison für die Chicago Blackhawks. Urheberrecht Getty Images. Die deutsche Nationalmannschaft kann bei der WM offenbar auf Dominik Kahan bauen. Auch Leon Draisaitl ist nicht abgeneigt. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft darf für die WM in der Slowakei, 10. bis 26. Mai, mit Verstärkung durch NHL-Profi Dominik Kahan rechnen. Der Stürmer der Chicago Blackhawks plant Medieninformationen zufolge eine Teilnahme, auch wenn die Entscheidung noch nicht zu 100% feststehe. Kahan, 23, hatte mit 13 Toren und 24 Vorlagen eine glänzende erste Saison in der nordamerikanischen Profiliga und kam in allen 82 Spielen der Blackhawks zum Einsatz. Auch Draisaitl nicht abgeneigt. Topstar Leon Draisaitl hatte zuvor die Entscheidung über seine Teilnahme offen gelassen, aber ein wenig Zuversicht verbreitet. "Ich weiß es noch nicht", sagte der Stürmer der Edmonton Oilers. Es sei allerdings schwierig, einen Grund zu finden, nicht zu spielen. Bei Oilers Teamkollege Tobias Rieder ist die Situation unklar. Verteidiger Corbin Jan Holzer, Anaheim Ducks, hatte bereits klare Bereitschaft zur WM-Teilnahme signalisiert. Jetzt aktuelle Eishockey-Fanartikel kaufen, hier geht's zum Shop. Anzeige: Thomas Greis. New York Islanders gewann indes mit seinem schwedischen Torhüterkollegen Robin Lehner die William M. Jennings Trophäe. Greis und Lehner stellten das Torhüter-Duo mit den wenigsten Gegentreffern der Liga. In der Saison davor waren die Islanders noch das Team mit den meisten Gegentoren gewesen. Greis 92,7% Fangquote und Lehner 93,0 gehörten statistisch zu den 5 besten Goalies der NHL-Hauptrunde. Deutsches Duo startet in die Playoffs. Die Islanders um Greis und Stürmer Tom Kühnhackl eröffnen die Playoffs am Mittwoch mit dem ersten Heimspiel gegen die Pittsburgh Penguins. Punkt. Torhüter Philipp Grubauer ist mit der Colorado Avalanche am Donnerstag in Spiel 1 bei den Calgary Flames zu Gast.